Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan steht vor einer weiteren fünfjährigen Amtszeit. Bei der Stichwahl am Sonntag lag Erdogan laut Wahlkommission mit 52,1% deutlich vor seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu mit 47,9%. Erdogan erklärte in Istanbul vor jubelnden Anhängern, er sehe das Ergebnis als Auftrag für eine Fortsetzung seiner Präsidentschaft. Tausende feierten nicht nur auf den Straßen der Türkei, auch in Deutschland, wie hier in Berlin, feierten Erdogan-Anhänger das Wahlergebnis. Zu den ersten offiziellen Gratulanten zählte der russische Präsident Wladimir Putin, der Erdogan einen lieben Freund nannte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte, er setze weiter auf die strategische Partnerschaft der Ukraine und der Türkei. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, er wolle mit Erdogan gemeinsame Themen mit frischem Elan vorantreiben. Im Vorfeld der Wahl hatte sich die Opposition gute Chancen ausgerechnet, nachdem Erdogans Popularität unter anderem durch steigende Preise gelitten hatte. Kılıçdaroğlu sprach von der unfairsten Wahl seit Jahren, zweifelte das Ergebnis aber nicht an. Erdogan ist seit 2014 im Amt des Präsidenten, das unter seiner Führung deutlich gestärkt wurde. Der Wahlausgang gibt dem 69-Jährigen Rückendeckung für eine Politik, die als zunehmend autoritär beschrieben wird und sowohl in der Türkei als auch international polarisiert. In der Wählerschaft hat Erdogan traditionell bei gläubigen Muslimen besonderen Rückhalt.